Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Lissy von Lissy liebt Wolle. Hier dreht sich alles um Wolle, Stricken, Häkeln und mehr. Und heute habe ich für euch ein Unboxing-Video. Ihr habt es gerade im Vorspieler gesehen. Es gibt zwei Pakete zum Auspacken und zwar von wohlpedia.de. Dieses Video ist teilweise gesponsert und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht los! Also, ich habe die Kartons hier neben mir stehen. Hier, ich hole sie mal ganz kurz wieder rein. Also, Paket Nummer 1. Auf jeden Fall. Das ist jetzt das kleinere Paket. Wir fangen mal mit dem kleinsten darin an. Und das ist relativ unspektakulär. Ein paar T-Pins, ne? Zum Spannen der Projekte hinterher. Das musste ich einfach mal nachbestellen. Meine sind mir ein bisschen abhanden gekommen. Und jetzt kommt natürlich der spannende Teil. Und zwar, tada, geht es los. Mit einem Sockengarn. Das schieben wir mal weg. Und zwar ist das ja eine Bio-Qualität und dann habe ich reine Merino-Wolle ausgewählt und zwar extra fein. Das ist es aber, glaube ich, immer. Und dann habe ich mir das Ganze als Farbverlauf ausgesucht in vierfädig. Und zwar Grey, Tangerine und Deep Blue. Insgesamt 320 Meter. Das ist so laut Tabelle bei wohlpedia.de für eine Größe 40-41 ausreichend. Und ja, die Besonderheit ist hier, das sieht man von unten vielleicht ein bisschen besser, dass du einen Socke von innen strickst und die andere von außen und hast somit den gleichen Farbverlauf von innen sowie von außen. Na, du siehst, es geht hier mit diesem Grau los, dann kommt dieser Orangeton, dann geht das in das Dunkelblau über und genau das passiert hier von außen auch. Grau, Orange und Dunkelblau. Was immer ganz nett ist bei diesem ja, Socks von Wohlpedia, dass sie die Mitte des Garnes markiert haben mit einer kleinen Perle. Das bedeutet, ich kann gar nicht zu viel verstricken von dem Ganzen, dass es nicht mehr reicht für den zweiten Socke, sondern ich könnte theoretisch so lange stricken, bis ich irgendwo hier drinne, ich weiß noch nicht wo, ist auf jeden Fall die Hälfte des Garnes, ja, markiert. Ich zeige es euch noch einmal. So, hier ist der Grauton. Ja, und daraus stricke ich Socken. Welch große Überraschung. Ich glaube, man kann egal was draus stricken, aber in dem Fall hier ist es halt speziell auch von der Menge her eine Sockenmenge. Die Links, die packe ich dir natürlich alle in die Beschreibung. So, dann machen wir mal weiter. Es knistert wieder, Vorsicht. So. Dann schauen wir doch mal hier an. Ja. Moment, wir packen das mal eben komplett aus. So, das sind jetzt vier Stränge. Na, kriegen gar nicht alle vier hier drauf, so in etwa. Und zwar ist das, das erhaltet ihr auch bei Wohlpedia, da sind sie allerdings nicht ja, selber diejenigen, die wickeln oder färben oder sonstiges, sondern sie vertreiben dieses halt. Ja, sie sind quasi Händler in dem Fall, würde ich sagen. Das trifft es vielleicht ganz gut. Und ja, die Firma, ich spreche sie wahrscheinlich falsch aus, deswegen buchstabiere ich LITLG. Und zwar ist das die Moon
20% Seide und 80% Merino-Wolle. Und das ist der Farbton Barefoot. Lauflängenmäßig finde ich, ist das hier ein echtes Lauflängenwunder. Und zwar 100 Gramm laufen auf 365 Meter. Also da komme ich mit meinen vier Strängen schon ganz schön weit. So, ich zeige es euch nochmal ein bisschen genauer. Ich lege die dreimal weg und lasse einen hier liegen. Ich bin total gespannt, wie das Ganze in der verstrickten oder verhäkelten Form aussieht. Wir machen jetzt auch mal hier die Banderole ab und schauen uns das einmal ein bisschen an. Wow! Also ich finde, es sieht mega toll aus. Bin schon ganz, ganz gespannt. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen, wie es aussieht. Entweder im nächsten Podcast oder auch auf Instagram zwischendrin. Da ist es ja ein bisschen einfacher, ab und zu einfach mal ein paar Bilder zu posten. Es fühlt sich übrigens super weich an. Ganz tolle Haptik, würde ich sagen. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das super toll von den Stricknadeln sich bewegt. Also ganz flüssig sich stricken lässt. So, dann geht's weiter. Jetzt muss ich hier schon mal ein bisschen Platz machen. Zack. Jetzt wird es natürlich wieder einmal ein bisschen laut. Und zwar kommen wir jetzt zu dem großen Paket. Zack. Oh mein Gott. Okay. Es geht los. Ach, ich weiß schon, was hier drin ist. Da habe ich schon so eine Idee. Und zwar... Ja, das ist so groß. So, wir packen es mal aus. Oh, krass. Mega. Da habe ich jetzt mal etwas ausgesucht. Und zwar bietet Wohlpedia jetzt auch seit neuestem an, ihre Bobble als Colorblocking-Version zu wickeln. Und das habe ich mir gedacht, das probiere ich doch jetzt einfach mal aus. Na, drehen wir das Ganze mal. Also, das ist Baumwolle und zwar sechsfädig, 120 Meter. Und die Farben, die ich mir ausgesucht habe, siehst du hier, Aquamarin, Quarz und Petalo. Color Blocking. Und ich zeige euch das nochmal. Also, es sind ja 1200 Meter. Und diese beiden Töne, der Quarz und Petalo, die gehen natürlich relativ soft ineinander. Das seht ihr hier auch. Ne? Die haben einen sehr soften Übergang. Und das Einzige, was so ein bisschen farblich hervorsticht, ist halt das Aquamarin. Und es müsste so sein, das könnt ihr quasi angeben, wie oft ihr quasi den wechseln möchtet. Ihr schreibt einfach so oft die Farben hintereinander rein, so wie ihr euch das vorstellt. Und in meinem Fall sind das ja 1200 Meter. Müsste das so gewesen sein, dass ich diesen Block hier, ne, mit den 1, 2, 3 Farben, 3, 6, 9, 12, genau, insgesamt viermal diesen Farbblock. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich freue mich drauf. Ich bin ganz gespannt, wie das Ganze verarbeitet aussieht. Ich finde, es sieht jetzt schon total aus wie, ich weiß nicht, es erinnert mich irgendwie an ein Eis mit Streuseln. Ich glaube, dass es verstrickt mega cool aussieht, einfach weil ein Streifenmuster entsteht ganz alleine, ohne Farbwechsel, ohne, die Problematik beim Stricken, die Leiter beim runden Stricken nicht sichtbar zu haben. Ja, ich freue mich. Mega cool. So, dann geht's weiter. Oh. So. Ah, yes. Okay. Das ist etwas,
Da habe ich explizit wirklich auch nachgefragt bei der Julia von Wohlpedia. Und zwar hatte ich gesehen, dass sie in ihren Sets für, sie hat immer so Community Calls, wo sie so große Decken oder so zum Beispiel strickt. Da habe ich immer gesehen, dass da irgendwie so ja, meliertes Garn mit bei war. Dann habe ich aber in ihrem Shop gesucht und einfach keine Kategorie mit meliert gefunden. Habe sie mal angeschrieben. Ja, sie hat sich auf jeden Fall gleich für den Hinweis bedankt, hat eine neue Kategorie eingerichtet im Shop. Und so konnte ich jetzt natürlich auch mein meliertes Garn bestellen. Und zwar ist das auch Merino-Wolle extra fein, auch natürlich Bio. Und hier habe ich mich dafür entschieden, zwei weiße Fäden zu nehmen, zwei graue und einen schwarzen in 1000 Meter. Und weil ich noch nicht ganz genau weiß, was ich hieraus so mache, also das weiß ich sowieso meistens nicht. Klar, ich habe eine Idee, wenn ich mir sowas aussuche. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ob es das tatsächlich wird, das sieht man wirklich erst oder entscheidet man, wenn man das Ganze dann in live in der Hand hält. Auf jeden Fall habe ich mir zur Vorsicht, falls ich irgendwas mache, wo ich zwei gleiche Teile benötige, einmal die Hälfte markieren lassen. Klar kann ich das Ganze auch wiegen und ja, muss aber auch nicht. Ich kann es ja auch einfacher haben. Und da freue ich mich total drauf. Also das sieht für mich schon so toll aus. Wenn ich die erste Maschenprobe da mal so gestrickt oder gehäkelt habe, dann ja, zeige ich es euch auf jeden Fall. Kann ich mir halt mega gut vorstellen für irgendwie ein Oberteil, ne? Für ein Pullover oder ein Polunder oder keine Ahnung. Ich finde es mega. Ich glaube, ein Schal würde auch total toll aussehen damit. Ja, schick, schick, schick. Ja, und jetzt ist der Karton auch gleich schon leer. Ich habe da noch zwei Sachen drin. Und es müssten zwei gleiche sein. Zack, da gucken wir doch mal eben. Oh ja. Schön, 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 schön. Ah, da kriege ich gleich schon wieder so Anschlageritis. Ich habe eigentlich genug Projekte gerade an und auf den Nadeln. Aber wenn ich das so sehe und neue Garne kommen, dann möchte ich eigentlich gleich immer sofort loslegen. Ja, ich zeige es euch erstmal von oben. Wir haben hier einen ganz soften Farbverlauf. Das Ganze ist reine Baumwolle, fünffädig 1000 Meter und zwar Aquamarin heißt dieser Farbverlauf. Also für mich super sommerlich, richtig klasse und ich habe mir, wie gesagt, den Bobble zweimal geordert, weil die Grundidee war ein schönes Sommerkleid. Aber auch hier, wie schon gesagt, Ideen sind manchmal dafür da, um sie über Bord zu werfen. Ja, falls ihr noch irgendwie coole Ideen habt, dann gerne her damit. Ich würde jetzt sagen, ich zeige euch jetzt einfach nochmal jedes Garn so einzeln nacheinander, ohne da viel zu sagen. Und ja, sag schon mal vielen herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ach so, eine Sache noch ganz wichtig. Falls ihr bei Wohlpedia etwas bestellt, völlig egal, was ihr dort bestellt, ob das die sind, die ich euch heute gezeigt habe oder ihr, keine Ahnung, neue Nadeln bestellen möchtet, ganz andere Verläufe euch angucken möchtet oder, habe ich für euch einen Rabattcode, der ist auch unbegrenzt gültig und zwar gebt ihr ein bei dem Feld Gutschein oder Rabatt, gebt ihr ein Lissy10 und das Ganze ohne eine Leerzeile. Und dann spart ihr 10% auf euer gesamtes Warenkörbchen. Und jetzt geht's los.
up my appetite. Don't leave me high and dry. Also meine Lieben, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lizzie.